Start des Rennens, des siebten, ich glaube siebten Rennens des Zephyr Cups ist. Genau hier. Wir werden hier rechts am Radweg wahrscheinlich einen Startpunkt machen. Und dann geht es hier das Mausbachtal ganz genau 2,8 Kilometer hoch. Steigung ist ganz moderat. Vielleicht ein halber Prozent oder ein Prozent, mehr ist das nicht. Natürlich wird während des Wettkampfs hier auch weiter Straßenverkehr sein. Das heißt, wir müssen uns immer rechts orientieren auf der Fahrbahn. Beschleunigen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr habt Vorfahrt, also ihr könnt einfach durchfahren. Vorne seht ihr eine kleine Bushaltestelle. Da wird aber wahrscheinlich auch jemand stehen, der euch dann weist, damit ihr nicht an der kleinen, vielleicht nicht ganz erkenntlichen Stelle rechts vergesst abzufahren. Weil jetzt geht es nämlich rechts hoch und es wird direkt brutal. Also ich denke so, das erste Stückchen hier, das sind so circa 10, 11 Prozent, 12 Prozent vielleicht. Die Straße ist relativ uneben und dann geht es in die erste Serpentine, die wird schon deutlich steiler, also sehr steile Serpentine. Ich würde empfehlen, hier ein bisschen außenrum zu fahren, auch wenn das eigentlich nicht erlaubt ist. Das sind hier bestimmt 15%. Linksrum wird noch ein bisschen steiler, also 15-16%, das schätze ich schon, dass das hier sind. Wieder rechtsrum, die ist wieder steil, die Serpentine. Und die Steigung bleibt so bei, ich schätze, 14-15%. Kann ich aber noch mal genau. Und hier gehen wir wieder runter auf vielleicht 7-8%. Kurzes Stück zum Erholen kann man aber sich wahrscheinlich nicht. Wir kommen jetzt links an dem Haus von meinen Eltern vorbei, wo es dann hinterher auch lecker Kaffee und Kuchen gibt. Aber ihr müsst erstmal noch weiterfahren. Hier wird es wieder ein bisschen flacher. 6-7% schätze ich. Jetzt kommt so eine relativ enge Kurve. Hier auch bitte ein bisschen vorsichtig sein mit dem Verkehr. Es wird wieder steiler. 11-12%, vielleicht 13%. Soll ich nochmal quälen. Rechts rum, ganz scharf. Also hier wirklich auf den Verkehr achten, wenn ihr hier rumfahrt. Es wird flacher. Hier haben wir nur noch 5-6% schätze ich. Und dann geht es hier rechts rum. Ihr habt hier Vorfahrt, also hier ist rechts vor links. Also die, die von links kommen, müssen auf euch achten. Trotzdem ein bisschen darauf achten, ob von links was kommt. Und dann geht es hier noch die Straße weiter hoch. Die hat vielleicht noch 4-5%. Also wenn ihr noch ein paar Körner übrig habt, hier nochmal beschleunigen. Weil dann ist das Rennen nämlich fast beendet. Das wird richtig wehtun. Und nach vorne, wo sich die Straße verengt, also hier an der Bushaltestelle, hier ist es ein bisschen breiter und hier wird Ziel sein. Links ist eine Schule. Das ist das Ziel. Links. Und bis hierhin müsst ihr fahren und dann habt ihr es geschafft. Und danach geht es dann runter zum Kaffee und Kuchen mit meinen Eltern.